Ein SWR-Tatort Stuttgart entsteht. Hell ist der Titel. Es ermitteln die Kommissare Lannert und Boots. Wir begleiten die Produktion ein Jahr lang, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Wir lernen das Team kennen und beobachten Vorbereitung, Dreharbeiten und Postproduktion. An einer Tatortproduktion arbeiten über 30 Personen. Jeder ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Der Inhalt des Films ist Sache der Redaktion. Zusammen mit dem Produzenten verantwortet sie die Herstellung des Tatorts und ist auch für den Etat zuständig. Redakteurin und Produzent verpflichten den Autor, entwickeln mit ihm das Drehbuch und schauen ab und zu bei den Dreharbeiten vorbei. Wenn es da Probleme gibt, bin ich auch gefragt als Diplomat, Psychologe und Zirkusdirektor, weil man den Laden zusammenhalten muss und braucht den Dialog zwischen Regie, Produktion, Schauspielern, dem ganzen Team. Wenn wir glücklich sind, ist alles gut. Dann ist mein Job, irgendwann am Drehort vorbeizugehen und zu sagen, super, ihr macht das alles ganz klasse. Beim Tatort Hell ist der Drehbuchautor gleichzeitig auch Regisseur. Sozusagen im leeren Bild auf dem Kollegen. Das Drehbuch ist die Grundlage für die Arbeit aller Kollegen. Der Regisseur setzt das Buch um und bestimmt den Look des Films. Gemeinsam mit Redaktion und Produzent sucht er im Besetzungsbüro die Schauspieler aus. Was ist wichtig für einen Regisseur? Er sollte bescheiden genug sein, die großen Geschenke, die ihm seine Mitarbeiter machen, Kamera, Schnitt, Ausstattung, Kostüm, Produktion, zu erkennen und anzunehmen. Der Szenenbildner sucht die Locations und schlägt sie dem Regisseur vor. Im Team legen sie die Drehorte fest und entscheiden, was wann wo gedreht wird. Wir brauchen wirklich High-End-Architektur, die das auch so diesen Science-Fiction-Charakter da auch transportiert. Das in so einer Qualität architektonischen zu finden, ist ja selten, weil solche Gebäude stehen nicht leer. Der Szenenbildner stattet die Sets aus und bestimmt die Inneneinrichtung. Die Requisite besorgt alle Einrichtungsgegenstände. Sie ist auch für die Funktionstüchtigkeit der Spielrequisiten zuständig. Das ist ein geiler Job, Requisiteur, oder? Auch eine Leichenattrappe wird von der Requisite gebaut. Die Kostümbildnerin wählt in Zusammenarbeit mit dem Regisseur die Kleidung der Darsteller aus. Sie recherchiert und besorgt die Klamotten. Sie legt fest, welcher Schauspieler wann was trägt. Am Drehort wird sie unterstützt von den Garderobieren. Anpassende Kostüme und Ankleiden der Darsteller gehört zu deren Aufgaben. Genauso wie Reinigen und Präparieren der Kleidung. Wenn er irgendwie dreckig sein soll, dann haben wir hier eine ganze Kiste Dreck und Patina und Blut und keine Ahnung. Und dann wird ordentlich draufgehauen und dann bleibt es so. Der Produktionsleiter ist der organisatorische Kopf des Teams. Er wird unterstützt vom ersten Aufnahmeleiter und der Produktionsassistentin. Gemeinsam organisieren sie den Ablauf und erstellen den Drehplan. Der Produktionsleiter kalkuliert die Kosten und kontrolliert sie. Am Set verantwortet er die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Es gibt, man muss sich immer vorstellen, zwei Chefs. Das eine ist für die gesamte Dramaturgie, für dem, was vor der Kamera stattfindet, ist der Regisseur. Und das Pendant dazu ist der Produktionsleiter. Ich schaue, dass die Zahlen stimmen. Ich schaue, dass die Organisation stimmt. Punkt. Am Set organisiert die zweite Aufnahmeleiterin den Ablauf der Dreharbeiten. Einmal hier räumen, bitte. Multitasking ist angesagt. Am Ohr habe ich meine ganzen Spione, die unterwegs sind, um zu wissen, wie weit ist der Schauspieler, ist er jetzt fertig im Kostüm und Maske. Weil auf den warten wir gerade, weil die Technik ist soweit. Im Team mit dem Regieassistenten organisiert sie jedes Detail. Der Regieassistent weist die Kleindarsteller in ihre Rollen ein und bestimmt die genauen Zeitabläufe beim Drehen. Er ist die rechte Hand des Regisseurs. Das Entscheidende eigentlich für einen Regieassistenten, jeden Drehtag Timing, Timing, Timing.
Für Skript und Continuity ist sie zuständig. Bei den Dreharbeiten protokolliert sie jede gedrehte Szene und achtet dabei auf Anschlüsse und Bewegungsabläufe der Darsteller. Man muss sehr konzentriert eigentlich sein für den Moment, wo dann gedreht wird. Der Kameramann setzt das Drehbuch und die Ideen des Regisseurs in Bilder um. Beide arbeiten schon seit der Vorbereitungsphase eng zusammen. Filmarbeit ist Teamarbeit und allein kommt man da nicht sehr weit. Am Drehort hat der Kameramann zwei Assistenten, den Schärfeassistenten und den Materialassistenten. Sie sind für das Kameraequipment am Drehort zuständig. Die Kamerabühne baut schweres Gerät auf. Dolly und Schienen für Kamerafahrten sind ihre Spezialität. Auch einen 12 Meter langen Kran haben sie bei Bedarf im Gepäck. Die Beleuchter, allen voran der Beleuchtungsmeister, gestalten nach den Wünschen des Kameramanns das Licht. Je nach Drehort kommen kleine oder größere Lichteinheiten zum Einsatz. Die Kollegen der Baubühne haben meist alle Hände voll zu tun, um an den Drehorten Werbung abzudecken. Sie bauen auch mal Handscanner. Oder stellen grüne Wände auf, die später bei der Postproduktion gebraucht werden. Der Tontechniker und der Toningenieur nehmen die Dialoge der Schauspieler meist mit einer Tonangel auf. Oder sie verstecken die Mikrofone irgendwo in den Kostümen. Für das Geräusch einer zersplitternden Schranke geben sie sich viel Mühe. Wobei die Erfahrung zeigt, dass diese Töne aus dem Auto nicht spektakulär klingen. Da klingt so eine Schranke nur wutsch. Die Maskenbildner sind am Set vor allem mit Nachschminken und Frisieren beschäftigt. Einen Schauspieler in einen Affen zu verwandeln, gehört zu den schwierigen Aufgaben im Vorfeld. Wie geht es eigentlich dem Schauspieler unter der Maske? So angenehm wie es geht, ist es, würde ich sagen. Vielleicht nicht was für täglich. Die Kommissare Lannert und Boots. Dargestellt von Richie Müller und Felix Klare. Sie gehören seit Jahren zum Team des SWR-Tatorts aus Stuttgart. Wie sehen die Schauspieler ihre Rolle als Tatortkommissar? Was ist Schauspielerei? Da fängt es eben an, weil ich glaube, jeder arbeitet anders. Also ich muss mich nicht reinarbeiten. Bei mir sitzt es natürlich die Figur in mir drin. Ich habe die Rolle gekriegt, da war ich 29. Letztendlich ist es ist ein Geschenk, dass man das machen kann. Also für mich empfinde ich das schon so. Vor der ersten größeren Sitzung muss die Redaktion ein Thema und einen Drehbuchautor finden. Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass wir von der Redaktion sagen, wir haben da ein Thema und man geht zu einem Regisseur, zu einem Autor und sagt, schreib mal was dazu. Die zweite Möglichkeit ist die, dass ein Autor auf uns zukommt und sagt, ich habe hier ein super Exposé, einen tollen Stoff, den würde ich gern für einen Tatort weiterentwickeln. Es gibt ein Thema, das uns in der Redaktion beschäftigt, das heißt Big Data. Big Data ist ja nur so ein Stichwort, aber es ist eben auch ein riesiges Thema, was unheimlich viele Bereiche umfasst. Veränderung der Arbeitswelt, Überwachung, Veränderung des Privaten. Nicht? Also hier in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich ein Exposé geschrieben habe und ein Treatment eigentlich schon, mit dem ich eigentlich so selber nicht so richtig zufrieden war. Und es hat tatsächlich Klick gemacht in einem Gespräch über das Treatment. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell die Form des Buches gefunden. In einer ersten Besprechung stellt der Regisseur dem Team das Buch und seine Ideen zur Umsetzung vor. Dann geht es auf Motivsuche. Auf einem Weg auf den Fildern bei Stuttgart möchte der Regisseur das Gespräch zweier Hauptakteure drehen. Laufend und radfahrend. Der Kameramann ist skeptisch. Der Regisseur testet die Länge des Wegs. Reicht die Strecke für den Dialog? Das nächste Motiv, auch in Stuttgart. Am Neckarufer soll ein kleines Mädchen eine Leiche im Wasser entdecken. Ist das dafür der richtige Drehort? Passt die Umgebung? Das Mädchen wird einen Stock nach der Leiche werfen, so etwa.
Den nächsten Drehort zu finden war besonders schwierig. Der Showdown soll in einem Serverraum spielen, im Herzstück eines Hightech-Unternehmens. Welche Firma lässt ein Filmteam mit 30 Personen in sein Allerheiligstes, in den Hochsicherheitstrakt? Einen solchen Drehort zu finden ist doch eigentlich unmöglich. Ja, weil ich dachte, dass also ein privater Betreiber wahrscheinlich, also jetzt nicht wegen Datensicherheit, sondern eher wegen technischen Geschichten, ne? Also Staub, Kurzschluss, keine Ahnung, da ein Problem hat. Deswegen war meine Hoffnung schon, dass der SWR sowas hat. Der Regisseur ist zufrieden. Viel muss die Bühne am Set nicht verändern. Nur die Beleuchter bekommen zu tun. Das Set soll komplett blau ausgeleuchtet werden. Kameramann und Beleuchtungsmeister machen sich schon mal Gedanken. Und dann wechseln wir mal ab, ich auf der Seite. Lassen wir dann die hintere aus, mache die nächste an, dass wir so ein bisschen Fassade haben. Genau. So machen wir. Das Vorbereitungsteam ist auf der Suche nach dem wichtigsten Hauptdrehort. Im Film das Gebäude der Hightech-Firma Blue Sky. Futuristisch soll es sein und es muss leer stehen. 3 Wochen braucht der SWR das Gebäude für Aufbau, Dreh und Abbau. Hier könnten sie fündig werden. Aber da gibt es ein Problem. Der Leerstand hast du da? Der Leerstand ist völlig abgefahren, liegt nur leider falsch. Also man müsste eigentlich diesen Leerstand nehmen, an Hubschrauber hängen und irgendwo auf dem Parkplatz in Stuttgart oder Karlsruhe oder so abstellen. Dann ist er perfekt. Ja, so, super das Ding, ne? Das Ding ist echt, also ich würde auch dieses auch, das würde ich auch übrigens diese Farbigkeit durchaus für uns nehmen. Ja? Ja, die Frage, ob man das auf blau nimmt und so. Die ausgewählten Drehorte präsentiert der Regisseur dem ganzen Team in der Produktionsbesprechung. Der Szenenbildner hat mit einer Fotomontage das Gebäude auf die Messe nach Stuttgart gebeamt. So einfach wird es beim Drehen nicht sein. Auch die Kostümbildnerin hat sich auf der Grundlage des Drehbuchs vorbereitet und dafür vom Regisseur noch ergänzende Erklärungen bekommen. Ich schreibe immer meine kleinen Persönlichkeitsprofile, die ich sozusagen für die Schauspieler schreibe, die kriegen bei mir auch immer Kostüm, Maske und Ausstattung, damit die wissen, wie so eine Figur ist, wie die lebt. Ja? Bei den Kostümproben mit den Darstellern werden letzte Details geklärt. Weißt du, wie so eine Kapitänsjacke ist die, nur in Leder. Die meisten Vorschläge kommen von mir, auch die Vorrecherche und klar, es muss natürlich Niki gefallen, das ist das Wichtigste, das ist sein Film, sind seine Personen und seine Darsteller und seine Rollen. Also ich würde tatsächlich sagen, wir sollten dann alle anderen Farben vermeiden. Also wir gehen tatsächlich auf Blau und Rot und würden Gelb und so vermeiden. Damit steht das Farbkonzept des Films, Blau-Rot. Termin mit der Maskenbildnerin. Der Regisseur möchte einen sprechenden Affen. Also das muss halt alles modelliert werden, die Nase breit und die Stirn. Ja. Und die Stirn hier so ein bisschen dieses slawischen... Genau. Und das wird quasi ein Abdruck gemacht, ja, und ausgegossen. Und dann hast du quasi diese Teile, die werden dann aufgeklebt. Ja. Und dadurch hast du diese Mimik dann auch. Also wenn der spricht, weißt du, dann hast du das realistisch, ja. Eine Affenmaske herzustellen dauert Wochen. Der Schauspieler bekommt als erstes eine dicke Schicht, 2 Komponenten Silikon aufs Gesicht. Gipsbinden stabilisieren das Ganze. Nach 1 Stunde ist der Gips ausgehärtet und der Abdruck kann abgenommen werden. Eine ganz schöne Tortur. Tada! Wochen später wird dann die hauchdünne Kaltschaummaske angepasst. Mit Maske, viel Schminke und einer Perücke wird der Schauspieler in 3 Stunden in einen Affen verwandelt. Gemeinsam gehen Kameramann und Regisseur das Drehbuch durch. Bild für Bild und Einstellung für Einstellung. So, dann fängt man an, mit dem Regisseur darüber zu sprechen. Versucht zu erfahren, was der Regisseur für Vorstellungen hat. Und man bringt seine eigenen Vorstellungen vor und versucht da zusammenzukommen und eine gleiche Idee zu entwickeln und die zu konkretisieren. Jedes Bild wird in Einstellungen aufgelöst. Diese präsentiert der Regisseur anschließend den Gewerken. Dann wird der Drehplan erstellt. Für einen Tatort sind 24 Drehtage vorgesehen. Im Drehplan steht, wann wird welches Bild wo gedreht, wie lang ist es und welche Schauspieler werden gebraucht. Das hat
zu früherer Zeit immer der Produktionsleiter in Verbindung mit dem Aufnahmeleiter gemacht. Heutzutage ist man dazu übergegangen, dass es ein Aufnahmeleiter, der erste Aufnahmeleiter macht, in Verbindung mit dem Regieassistenten. Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen. So ein Typ läuft auch im SWR nicht jeden Tag über die Flure. Es gibt einen sogenannten Vordreh mit dem Affendarsteller im Greenbox-Studio. Diese Bilder werden schon bei Drehbeginn gebraucht. Sie müssen noch bearbeitet werden, damit sie später bei den eigentlichen Dreharbeiten auf Monitoren erscheinen können. 13 zum Spiel, die erste. Guten Morgen, David. Wie geht es dir heute? Im gegenüberliegenden Bluebox-Studio wird fotografiert. Okay. Kommissar Boots wird im Tatort Hell in einem Computerscan zu sehen sein. Guten Tag, Herr Boots. Erster Drehtag in Stuttgart. Das Team ist perfekt vorbereitet. Eine gewisse Anspannung ist trotzdem spürbar. Und bitte! Der Regisseur ist hochkonzentriert. Relativ zügig auf diese. Wo die fünfte? Und bitte! Kommissar Lannert trifft einen Lokalreporter im Café. Cut. Wo habt ihr das her? Der Herr Lannert. Ja, der Herr Lannert. Ein Kollege aus der EDV meint, es wird gern benutzt von denen, die wo anonym bleiben wollen. Sind Sie am Social Net? Hey, vielleicht könnten wir sich mal anfreunden. Ich brauch keine Freunde. Das Team bereitet einen aufwendigen Dreh vor. Um möglichst viele spektakuläre Bilder zu bekommen, sind 5 Kameras gleichzeitig im Einsatz. Ja, wir hatten einmal eine Situation, als der Hauptdarsteller, der Ken Duggan, mit seinem Auto eine Schranke vor der Einfahrt vom Parkhaus durchbrechen musste und die Schranke jetzt zerbrechen sollte. Weil wir einfach nicht 20 Schranken hatten, die wir kaputt machen konnten, haben wir gesagt, dann dreht man das natürlich mit mehreren Kameras. Die Bilder jeder einzelnen Kamera werden eingerichtet und überprüft. Sogenannte Action-Kameras liegen auf der Straße und werden sorgfältig vorn am Auto verklebt. Regisseur und Kameramann gehen nochmal gemeinsam jede Einstellung durch. Ist das Stativ auch gut verzurrt? Jetzt kann's losgehen. Am nächsten Drehort baut die Kamerabühne währenddessen den 110 Kilogramm schweren Dolly auf. Knochenarbeit. Das Wetter ist schlechter geworden. Es regnet. Gedreht wird trotzdem. Haben wir mal einen Schirm bitte für den Niki? Noch einen Schirm übrig? Und bitte! Der Weg auf den Feldern bei Stuttgart ist zum Drehort geworden. 2 Hauptdarsteller diskutieren die Abschaltung ihres Supercomputers. Das geht nicht anders. Doch! Ja, super. Hast du es, Mann? Mhm. Danke. Warum sollten wir ein so wohlgeratenes Kind einfach umbringen? Er ist uns über den Kopf gewachsen. Binde ihn ein, sag ihm, was wir von ihm verlangen. Er soll so tun, als ob. Anja, wir würden gerne mal eine Probe mit der Leiche machen, bitte. Drehort Neckarufer. Wie sagt man? Ahoi. Die Requisite hat aus ein paar alten Klamotten und einem Plastikkanister eine Leichenattrappe gebaut. Sie wird im Fluss positioniert, damit das kleine Mädchen einen Stock nach ihr werfen kann. Schon gedreht. So machen wir es, ja? Alles klar. Einmal Wetter und dann geht's los. Heute scheint die Sonne. Aber der Regisseur möchte ein nasses Set. Wet down. Warum? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, trocken sieht einfach blöd aus. Ja, also auch da ist natürlich eine optische Gestaltung. Wir wollen attraktive Bilder machen und am liebsten wäre mir natürlich dann Schlammweg gewesen, habe ich jetzt nicht so gefunden am Neckarufer. Und der hatte eben andere Vorteile, dieses Motiv. Und dann sagt man immer, kommt Leute, das ist doch schnell gemacht, macht mir mal den Weg nass.
Der Regisseur bespricht und probt mit den Schauspielern jede Szene ausführlich. Trotzdem möchte er beim Drehen am Set möglichst nah bei seinen Darstellern sein. Cut, super. Also ein Schauspieler braucht ein Publikum. Und zwar möglichst den Regisseur. Das ist ganz eigenartig. Ich würde Ihnen jeder Schauspieler sagen, der will beobachtet werden. Der will das Gefühl haben. Die spüren auch zum Beispiel, auch wenn sie mich gar nicht angucken, spüren die, ob ich sage gut oder toll. Oder ich stehe da manchmal wie so ein Fußballtrainer und sage, ja, das merkt der. Also diese Spannung überträgt sich. Deswegen bin ich eigentlich immer am liebsten nah dran. Bitte, wo waren Sie in der Nacht vom 18. auf den 19. zwischen 21 und 5 Uhr? Dreharbeiten im Polizeipräsidium. Die Kommissare verhören einen Verdächtigen. Der Kameramann agiert frei mit der Handkamera, folgt den Dialogen der Schauspieler. Gegen 20.30 Uhr war sie dann bei sich zu Hause und hat sich bei Love Adventure eingeladen. Also wenn man eine Szene probt, da merkt man schon, was wichtig ist. Der Regisseur sagt einem, was wichtig ist. Die Schauspieler, durch das, wie sie spielen, zeigen einem, was wichtig ist. Aber wenn gedreht wird, dann muss ich auch bereit sein, alles über Bord zu werfen und intuitiv zu handeln. Wieso? Elena Stemmler war bis 19 Uhr in der Schauspielschule. Um 20.30 Uhr war sie dann in ihrer Wohnung und hat sich bei Love Adventure eingeloggt. An diesem Set sollen in 2 Stunden die Dreharbeiten beginnen. 20 Kleindarsteller werden in einem Tango-Club Tanzunterricht haben. Der Lichtaufwand ist groß. Der Regieassistent probt mit den Komparsen die Szene. Er richtet jede Einstellung, jedes Tanzpaar genau ein. Ja, dass immer so ein bisschen Versetzung ist. Drehbeginn. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Das Motiv Blue Sky außen, der Firmensitz der Hightech-Firma. Großeinsatz für die Baubühne. Es werden riesige grüne Leinwände gestellt, damit später, nach der Postproduktion, darauf die Umgebung der Stuttgarter Messe zu sehen ist. Und bitte! 3 Beispiele. Ist dir eigentlich klar, was Sie da drin machen? Sicherheitssysteme. Hast du dir mal die Homepage von denen angeschaut? Nee, oder? Wahnsinn. Mann! Kaum ein Film kommt heute ohne VFX, ohne visuelle Effekte aus. Schon beim Drehen werden sie berücksichtigt. Also grundsätzlich ist es so, dass es gedreht wurde in Meisenheim auf einem, salopp gesagt, besseren Kartoffelacker. Und damit natürlich dieser Eindruck entsteht, dass es wirklich an der Stuttgarter Messe stattfindet, musste man die Bilder tatsächlich montieren. Also sprich, wir haben von diesem Set, was real existierte, eine Set-Erweiterung gemacht und mit vorher gedrehtem Material an der Stuttgarter Messe die bestehende Szene aufgehübscht. Wir haben angefangen mit der Messe und haben es dann sozusagen peu à peu hinter die andere Sache dahinter gepflanzt und dann als letztes Element sozusagen in den Vordergrund den Schauspieler, wie er mit seinem Fahrrad den Steg entlang läuft. Zur Erinnerung, so sah es vorher aus. Showdown im Serverraum. Waffe weg! Erst durch die Montage der Bilder bekommt diese Szene ihre Spannung. Ja, das ist wirklich Schnittkunst. Mhm. Ja, also das kann ich nicht allein. Das ist ein tolles Beispiel, wie eben ein Regisseur darauf angewiesen ist, tolle Mitarbeiter zu haben. Turner bitte. 68, 69, 1, 2. Beim Drehen wird meist ein Motiv nach dem anderen abgedreht, ohne Rücksicht auf die Reihenfolge der Szenen im Drehbuch. Die wird dann erst beim Schnitt wiederhergestellt. Das Spannende beim Spielfilm ist, dass du einen Flickenteppich eigentlich erstmal kriegst. Also da wird Szene 5 zuerst gedreht, dann kommt Szene 100, dann geht es zurück auf Szene 30 und diese kriegst du alle so nach und nach und dann entsteht sozusagen auf deiner Timeline unten entsteht wie so ein Flickenteppich. Da fehlt immer überall noch was.
Das ist ja auch das Spannende, man gibt 10 Cuttern das gleiche Material und es werden 10 verschiedene Filme rauskommen. Nach dem Schnitt wird der Film in der Farbkorrektur bearbeitet. Kolorist und Kameramann gehen den Film Einstellung für Einstellung durch. Farbkorrektur, wie der Name schon sagt, wir sind für die Farben zuständig. Allerdings in zwei Bereichen. Zum einen eher ein technischer Bereich, sage ich mal, Belichtung, Unterschiede, Tageszeitunterschiede, Wetterunterschiede, wenn eine Szene über mehrere Stunden, den ganzen Tag gedreht wird, das erstmal technisch anzugleichen, einen Guss zu bekommen und dann mehr der kreative Part noch, den Film in einen speziellen Look zu bekommen, um ihn farblich auch der Stimmung des Filminhalts anzupassen, um einfach auch mit den Farben die Geschichte weiterzuerzählen. Im Tonstudio arbeiten derweil schon die Geräuschemacher an der Nachvertonung. Ja, das ist ja meistens so, dass zwar schon der Ton mit aufgezeichnet wird, aber die Mikrofone sind ja meistens so platziert, dass die Sprache verständlich ist. Das heißt also, meistens sind kleine Anstecker dran und so weiter, die dann die Sprache gut übertragen, aber meistens dann eben unterhalb auch eben nichts mehr zu hören ist. Also die Schritte sind meistens nicht zu hören und demzufolge müssen wir das nachmachen. Für die akustischen Effekte bringen sie mindestens 8 Koffer mit. Was andere wegschmeißen, haben wir im Koffer. Ne? Also, damit fängt es schon erstmal an. Ja. Und die Sachen, die wir hier im Koffer drin haben, das sind ja auch Sachen, die wir für viele, viele unterschiedliche Sachen nehmen. Ne? Zum Beispiel ist das Mädchen, das mit Gummischuhen hier durch die Straße läuft. Nicht? Da nimmt man natürlich eine Wärmflasche, das klingt so ähnlich. Und da muss man nicht unbedingt das schwere Gummistiefel mitschleppen. Nicht? Man muss wissen, wie man das handelt. Und dann kann man zumindest so den Eindruck erwecken, ach, die hat tatsächlich Gummistiefel an. Jeder Tatort bekommt seine eigene Musik, passend zu den Bildern. Das Tolle ist beim Musikmachen für Film, dass man die Leute steuern kann, emotional steuern. Und ganz unterschwellig kommt ganz oft die Aussage, das war ja ein unheimlich spannender Film, aber ich habe die Musik gar nicht gehört. Weil die Leute sie gar nicht mehr wahrnehmen. Und das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen, so blöd das klingt. Ne? Wo waren Sie in der Nacht vom 18. auf den 19. zwischen 21 und 5 Uhr? Wenn alle Töne vorliegen, bereitet der Toningenieur die Mischung vor. Mit seinem feinen Gehör gibt er dem Sound des Tatorts den letzten Schliff. War sie dann in ihrer Wohnung und hat sich bei Love Adventure eingeloggt. Gegen 21 Uhr hat sie dann ein Taxi abgeholt und zu einem Hotel in Bahnhofsnähe gebracht. Ja und? Wir bekommen aus dem Schnitt die Töne zur Verfügung gestellt. Das heißt, die liegen dann schon synchron mit dem Bild an. Hier an dieser Stelle kommen ja die Töne zum ersten Mal zusammen. Also der Originalton, die Musiken, die Atmos, die Geräusche, die Geräuschemacher. Das kommt ja alles erst hier zusammen. Die wir dann im richtigen Verhältnis zusammenmischen. Ne? Das ist eigentlich die Mischung, die das ergibt. Wenn wir natürlich hier so eine größere Produktion haben, wie so ein Tatort, 30, 40 Spuren, können da schon mal zusammenkommen. Ne? Und eigentlich passiert sozusagen die Entscheidung, wie das dann im Film tatsächlich rüberkommt, erst hier in diesem Ort. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis aus dem redaktionellen Thema Big Data ein spannender Tatort geworden ist. Guten Morgen, David. Wie geht es dir heute? Hauptdarsteller, ein Supercomputer. Deswegen haben wir Blue Sky ein Gesicht gegeben. Darf ich vorstellen? Blue Sky. Wobei seine Intelligenz weit über der eines Affen liegt. Blue Sky entwickelt Programme, die in die Zukunft blicken können. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz und selbstlernender Algorithmen optimieren wir die Schnelligkeit und Präzision unserer Prognosen. Weißt du, was das heißt? Erklär's mir. Der Mensch ist außen vor. Bei der Produktion eines Tatorts kommt es auf jeden einzelnen Menschen an. Fangen wir mal von the very beginning an, ja? Und bitte! Bleibt mal nochmal oben. Entschuldigung, könnt ihr nochmal aufs Ende gehen?